Unser Schlagerspiel der Runde kommt diesmal aus der Oberliga Nord. Da wird an diesem Wochenende die dritte Spielrunde ausgespielt und der Tabellenfünfte, der SC Brugg, trifft auf den Tabellenzehnten auf Rapid Kapfenberg. Im letzten Jahr gewannen ja die Brugger beide Partien, aber die jungen Kapfenberger, die sind immer für eine Überraschung gut. Schauen wir uns das an. 150 Zuseher kamen zu diesem Oberliga Nord Derby ins Brugger Muhinsel-Stadion. Die Brugger haben beim ersten Heimspiel der Saison das Publikum mit der Heimniederlage gegen SV Gnittelfeld schwer enttäuscht und heute will man mit einem Sieg gegen Rapid Kapfenberg die Versöhnung. Brugg spielt traditionell in Gelb-Blau, Rapid Kapfenberg hat Anstoß. Brugg überrumpelt Kapfenberg gleich mit einem Überraschungsangriff in der ersten Spielminute. Angerer wird super freigespielt von Dani Reiter und setzt den Ball an die Stange. Glück für die Gäste, das ist noch mal gut gegangen. Nun versuchen es die jungen Kapfenberger, aber dieser abgefeuerte Schuss verfehlt das Ziel. 10 Minuten gespielt, Spielstand 0:0. Nun das Duell Jugend gegen Alter. Der quirlige Markus Farnleitner wird da von Oldboyd Shimso Masovic unsanft gestoppt. Die Brugger haben das Kommando übernommen. Fasching Bauer spielt einen langen Ball in den Gästestrafraum. Michi Wallner ist mit dem Kopf zur Stelle und macht das 1:0 für Brugg in der 16. Spielminute. Beiduch im Gästetor hat da kräftig mitgeholfen mit diesem Patzer. Die jungen Rapidler verstecken sich nicht, kombinieren da gut, aber im Brugg-Strafraum ist Endstation. In der 19. Spielminute gibt's Brugg-Freistoß. Markus Faschingbauer versucht's aus gut 30 Metern und trifft zum 2:0 mit diesem Traumfreistoß. Marke Markus Faschingbauer. Eine kalte Dusche für die Gäste nach 20 Spielminuten. 2:0 hinten. Nun Eckball für Rapid Kapfenberg, der Ball wird kurz abgespielt, die Hereingabe. Moritz Guetz trifft da die Stange, Pech für die Rapidler. Der junge Gästetormann kann sich da zweimal auszeichnen, hält die Gäste im Spiel. Bei dieser Aktion wollen die Brugger Elfer, der Schiri lässt weiterspielen und liegt richtig. Brugg mit dem letzten Angriff vor der Pause. Neuerwerbung Hannes Loderer vergibt mit dem 2:0 für Brugg. Geht's in die Kabine zur Flüssigkeitsaufnahme. Es ist ja noch so richtig heiß am Abend. Wir haben wieder die Frage, unsere Publikumsfrage. Ich suche die Vereine, die die Qualifikation für die Gruppenphase gespielt haben am Donnerstag für die Euro-Gruppenphase. Sturm Graz, dann Austria Wien und Red Bull Salzburg. Ja, und Ried ist ja leider ausgeschieden. Ried ist ausgeschieden, ja, mit 5:0. Haben sie lang gut gehalten, aber im Endeffekt haben sie sich dann aufgegeben nach dem 2:0. Jetzt brauche ich eigentlich nur mehr wissen, die dazu passenden Trainer zum Verein. Franco Foda, Karl Dachsbacher und Moniz bei Salzburg. Gratulation, Sie haben 2 Thermenkarten der Therme Aqualux Fonsdorf gewonnen. Danke. Brugg führt gegen Rapid Kapfenberg im Derby mit 2:0. Es schaut ja so richtig gut aus. Wie sieht das der Bürgermeister und der Präsident des Vereins? Also ich kann Kapfenberg nicht wirklich einschätzen, im Vorfeld nicht, weil ja hier ein ständiges Kommen und Gehen ist durch die Akademie. Aber Kapfenberg war für mich, Rapid Kapfenberg, einer der Favorites. Kapfenberg spielt einen gepflegten Fußball, sind technisch alles hervorragende junge Spieler. Die Routine fehlt vielleicht dort oder da. Und wenn wir den Anspruch stellen, um die Frage konkret zu beantworten, Meister zu werden, und das tun wir heuer, dann muss einfach ein Sieg gegen Rapid Kapfenberg zu Hause drinnen sein. Es ist für die Oberliga aus meiner Sicht ein hervorragendes Spiel mit wechselndem Erfolg, mit Chancen. Nicht richtige, aber doch immerhin hüben wie drüben. Und wir haben 2 Tore geschossen. Ich würde mir wünschen, dass wir diese 3 Punkte einfahren. Wir brauchen es. Und Rapid Kapfenberg wird noch genug Punkte machen. Nach dem fachlichen Interview des Bürgermeisters geht's in die zweite Spielhälfte. Beide Teams kommen mit unveränderter Aufstellung aus der Kabine. Die Brugger mit dem ersten Versuch nach der Halbzeit, aber der Kopfball dazu zentral.
Ein kapitaler Abwehrfehler ermöglicht einen Gästesitzer. Philipp Fuchs fackelt da nicht, übernimmt Volley und rückt ein zum Anschlusstor. Spielstand aus Kapfenberger Sicht 1:2. Da merkt man's, der Name Fuchs, der bürgt für Qualität. Da denke ich natürlich auch an den KSV-Präsidenten. Die Gäste versuchen es diesmal mit Peitsche-Freistoß. Das Leder klatscht da an die Stange. War schon ein guter Freistoß von Radoslav Peitschew. Rapid nun druckvoll. Schiri Aliou Amon aus Graz zeigt Gefühl, lässt er das Spiel laufen. In die Drangperiode der Kapfenberger gibt's nach Ballverlust Bruckkonter und der bringt den Todesstoß für die Gäste. Dani Merl sieht da rechts ab auf der Außenbahn. Eine gute Hereingabe und Michi Wallner ist da zur Stelle und macht das 3:1 für die Brucker. Das zweite Wallner-Tor in diesem Spiel und das dritte Saisontor für den Michi. Und diese jungen Kapfenberger braucht man sich keine Sorgen zu machen. Man hat einige Leistungsträger wie Lucic, Unger, um nur einige zu nennen, verloren. Und trotzdem spielt man guten Fußball. Lubo Susic als Trainer leistet schon jahrelang gute Arbeit mit den jungen Kickern. Es ändert sich nichts mehr am Spielverlauf. Bruck schlägt Rapid Kapfenberg wie geplant mit 3:1. Aber mit etwas Glück wäre für die Gäste ein Punkt drinnen gewesen. Zweite Hälfte waren die Kapfenberger ganz stark. Stimmen zum Match? Michi Wallner, du hast in der letzten Saison 19 Saisontore gemacht und heute wieder 2 Tore, insgesamt 3 in der neuen Saison. Ich glaube, es läuft ganz gut. Ja, es läuft derzeit sehr gut, aber ich muss der Mannschaft ein großes Dank aussprechen, weil ohne einer würde ich die Tore nicht schießen. Wie hast du die Rapidler eingeschätzt? Zweite Halbzeit waren sie ja ganz stark. Wie schätzt du diese Mannschaft ein, diese Blutjunge? Ja, es war von vornherein klar, dass sie technisch stark sind, dass sie sehr quirlig sind und sehr spritzig. Man hat so gesehen, dass sie fußballerisch was drauf haben, aber Gott sei Dank haben wir die Zweikämpfe gewonnen und somit auch das Spiel. Und natürlich das Ziel, der Meistertitel, nehme ich an. Ja, natürlich. Der Philipp Fuchs hat ein wunderschönes Tor geschossen, aber leider hat man hier in Bruck 1:3 verloren. Das ist natürlich schade. Zweite Halbzeit hat Rapid wirklich gut aufgespielt. Ja, die Mannschaft hat ehrlich gesagt ganz gut begonnen. In der zweiten Halbzeit haben wir leider schnell das Tor geschossen, dann haben wir leider ein Tor gekriegt. Und in der ersten Halbzeit haben wir einfach schnell die Tore gekriegt und ja, einfach blöd gelaufen, würde ich sagen. Sonst haben wir alles gegeben. Aber was natürlich bitter ist, in die Drangperiode der Kapfenberger fiel dann das Kontertor für Bruck. Ja, ich meine, das ist sehr bitter, wenn wir drucken und dann das Tor kriegen, kann man nichts machen. Ich meine, passiert ab und zu, blöd gelaufen. Wir haben zwar alles gegeben, aber kann man auch nichts machen.